Hey Leute, hier ist Anne. Heute gibt es wahrscheinlich das letzte Video aus der Golden Week. Und hier scheint irgendein komischer Vogel zu sein. Heute gibt es das letzte Video aus der Golden Week. Und zwar ist es jetzt morgens gegen 10 Uhr. Und wir gehen heute zum Erdbeerpflücken. Es ist noch nicht zu warm. Das ist ganz gut, weil wir wahrscheinlich den ganzen Tag draußen sein werden. Und da will man ja halt auch nicht wegschmelzen, ne? Erdbeerpflücken läuft in Japan etwas anders ab als in Deutschland. In Deutschland kann man oftmals gegen einen Aufpreis die Erdbeeren sammeln und dann mitnehmen. In Japan jedoch hat man für ungefähr 10 Euro eine halbe Stunde Zeit und kann so viele Erdbeeren essen, wie man schafft. Dabei gibt es oftmals viele verschiedene Sorten. Einige sind sehr süß, andere sind eher sauer. Erdbeerpflücken ist in Japan gerade im Frühling eine sehr beliebte Aktivität. Jedoch hatten wir in unserer Gruppe auch ein paar Japaner dabei, die zum ersten Mal beim Erdbeerpflücken waren. Oftmals bekommt man dann eine kleine Schale mit Milchcreme, in die man die Erdbeeren dann eindippen kann, damit sie noch besser schmecken. Am Ende haben wir noch selbstgemachte Erdbeermarmelade geschenkt bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Die Anzeige zeigt einem sogar, wie viele Haltestellen der Bus noch weg ist. Also der kommt jetzt gleich als nächstes, der ist noch 5 Haltestellen weg und der noch 7 Haltestellen. Und das ist übrigens unser Bus.